Heute bei uns in der Sendung geht es um das packende Duell zwischen Fernando Alonso und Michael Schumacher. Wir alle erinnern uns noch 2005 und 2006, das packende Duell um den WM-Titel. In beiden Fällen ging es zugunsten des Spaniers aus. Im Jahre 2006, dem letzten Jahr von Michael Schumacher bei Ferrari, da war er noch mal ganz knapp dran, verfehlte den Titel nur um 13 Punkte. Und am Ende dieser Saison trat er zurück, zum ersten Mal. Über diese Zeit sprach Fernando Alonso nun jetzt kürzlich in seiner eigenen Dokumentation beim spanischen Ableger von The Zone. Was er also über den siebenfachen Weltmeister sagte, wie er ihn empfand, darauf blicken wir jetzt bei uns in der Sendung. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Soweit kann man es eigentlich schon mal spoilern. Und damit willkommen bei uns in der Sendung. Fernando Alonso, mittlerweile der älteste im gesamten Fahrerfeld, sprach kürzlich in seiner eigenen Dokumentation, die es nämlich beim spanischen Ableger von The Zone zu sehen gibt, über dieses packende Duell der beiden von 2005 und 2006. Er erzählte, wie Michael Schumacher eben als Fahrer tickte und hat dabei in diesem Zusammenhang gleich auch mal wissen lassen, auf der Rennstrecke sei Michael Schumacher immer ein wirklich harter Kerl gewesen, und führte weiter aus, er war sehr kalt, hielt immer Abschied und immer Abstand und versuchte immer einzuschüchtern. Er war ein Fahrer, mit dem es sehr schwierig war, ein Gespräch zu führen. Wenn man zum Frühstück kam, schaute er einen immer ein bisschen komisch an. Man wusste, dass es eine Rivalität gab, aber er nahm sie für bare Münze. Ja, und gerade diese Zeit, wie er selber auch beschrieb, war Fluch und Segen zugleich für ihn, und sagt weiter, ein Rivale, eine Rivalität, aber auch eine Inspiration. Denn abgesehen davon, dass er einer der härtesten Rivalen war, die ich je hatte, oder der härteste, den ich je hatte, muss man bedenken, dass jedes Kind ein Vorbild braucht. Ja, wenn man mal ein paar Jährchen zurückgeht, einige Jahre zurückgeht, nämlich Fernando Alonso fuhr ja bis zum Jahre 1998 noch im Kartsport, und da war ja Michael Schumacher ja schon längst in der Formel 1 angekommen, fuhr zu dieser Zeit ja auch schon für Ferrari, und man könnte fast sagen, bereitete seine große Ära, seine große Erfolgsära bei den Roten vor. Ja, und bei Alonsos Formel 1 Debüt im Jahr 2001, da war Michael Schumacher ja schon mehrfacher Formel 1 Weltmeister. Drei Titel insgesamt hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits schon eingefahren. Ja, und Fernando Alonso, der wollte sich von Michael Schumacher damals einiges angucken, und so erzählte er, dass er eben begann, Schumi, Zitat, zu beobachten, wie er sich verhält, wie er reagiert, wie er sich kleidet, wie er fährt. Es ist eine Inspiration, die man sich im Geiste notiert, und plötzlich findet man sich Rad an Rad mit ihm wieder und kämpft jeden Sonntag. Es war etwas ganz Besonderes. Ja, beide gemeinsam haben vor allem eine Eigenschaft. Fernando Alonso, zweifacher Weltmeister natürlich, mittlerweile heute ja Aston Martin-Pilot. Eben gemeinsam hätten sie das Konkurrenzdenken, wie Fernando Alonso es nämlich beschreibt. Und gerade deshalb, so aus seiner Sicht, gerieten die beiden damals eben auch aneinander, sowohl auf der Strecke als eben aber auch abseits davon. Aber er betonte zugleich auch, das sei alles immer mit Respekt auch geschehen. Ja, und wir wissen alle, das war ja eine der glorreichen Zeiten in der Formel-1-Geschichte. Er dominierte ja die Rennserie ab der 2000er Jahre und holte eben mit Ferrari allein 5 WM-Titel und sorgte für einen regelrechten Boom in Deutschland, was die Formel 1 betraf. Aber eben mit den weiteren Jahren, da sank dann auch der Erfolg. 2005, 2006, da war es dann nichts mehr mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft. 2005 klar abgeschlagen, nämlich nur auf Platz 3 in der Fahrerwertung. Aber im Folgejahr, dem letzten Formel-1-Jahr von Michael Schumacher und vor allem dem letzten Jahr bei der Scuderia Ferrari,
Da lieferten sich beide wirklich ein heißes Duell. Da war der Ferrari wieder in der Lage, Siege zu fahren und auch um den WM-Titel mitzukämpfen. Und trotzdem, auch wenn es für Michael Schumacher nicht reichte, den 8. WM-Titel einzufahren, aber eins konnte man auf jeden Fall sehen, es war nicht nur ein packendes Duell. Am Ende musste sich Michael Schumacher mit gerade einmal 13 Punkten Fernando Alonso geschlagen geben. Ja, interessanterweise gibt es immer wieder mal die ein oder anderen ehemaligen Formel-1-Piloten, die sich äußern, vor allem eben auch über Michael Schumacher. Im letzten Jahr hatten wir ja auch darüber berichtet, da hatte sich ja Rubens Barrichello nämlich ja geäußert. Wir alle erinnern uns noch, die Stalle-Order, Spielberg, Österreich 2002, da sorgte ja für ein richtig großes Pfeifkonzert und da hat Rubens Barrichello ja auch erzählt. Aber man hatte vielmehr das Gefühl, dass es ihn auch heute noch beschäftigt, dass er heute noch über diese Bilder nachdenkt. Ihr könntet das auch gerne nochmal bei uns hier auf dem Kanal und auf champ1.de anschauen, die genauen Aussagen von Rubens Barrichello. Aber auch Fahrer wie, oder Teamchef wie Eddie Jordan, Fahrer wie David Coulthard, also auch wie viele, viele andere, die damals in der Formel 1 einen richtigen Kultstatus hatten. Ich habe es ja schon öfters mal erwähnt, vergleichen wir die heutige Formel 1 mit der von damals, da kann die heutige halt in keiner Weise irgendwo mithalten, weil es einfach ja kaum noch wirklich richtige Persönlichkeiten in der Formel 1 gibt. Der letzte, muss man ja fast schon sagen, ist Fernando Alonso. Wenn der dann eines Tages die Formel 1 verlässt, dann sind die Großen aus der damaligen Zeit dann alle nicht mehr im Fahrerfeld zu sehen. Also genießen wir es noch mit Fernando Alonso und ich muss auch noch mal einen Satz sagen, ich habe schon öfters mal erwähnt, ich habe in der Vergangenheit Alonso zu der Zeit, als er eben 2005 und 2006 gegen Michael Schumacher fuhr, ich habe Alonso nicht ausstehen können, aber das ging wahrscheinlich vielen so. Heute muss ich sagen, schätze ich ihn sehr, eine großartige Persönlichkeit und man hat es auch im letzten Jahr gesehen, auch mit 42 Jahren ist er immer noch gut, ja, steht er immer noch gut im Saft. Und kann auf jeden Fall noch richtig mithalten. Lässt also hoffen für 2024 und dass man da auch Alonso nochmal auf dem Podium sieht. Und vielleicht wird es ja dann dieses Jahr was mit Sieg Nummer 33. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken und Meinungen zu dieser Formel 1-Saison oder zu der Formel 1-Zeit von damals. Wie habt ihr das damals so wahrgenommen, 2005 und 2006? Wart ihr für Alonso oder für Michael Schumacher? Und was glaubt ihr? Ist Fernando Alonso die letzte große Persönlichkeit, die wir dann noch im Fahrerfeld haben? Oder habt ihr da noch einen ganz anderen Namen auf dem Schirm? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das soll es gewesen sein für den Moment. Alles Weitere natürlich dann auch wieder zu gegebener Zeit. Und auch gerne unseren WhatsApp-Kanal abonnieren, champ1.de/WhatsApp. Dann verpasst ihr auch keine Formel 1 News. Und in diesem Monat, also im Monat Februar, wird es dann endlich die vierte Doku von uns geben, die vierte Moments-Doku. Und da dreht sich alles um die Nacht von Abu Dhabi und ihre Folgen danach. Die Rede ist natürlich vom spektakulären WM-Finale 2021. Und da beleuchten wir nicht nur Abu Dhabi, sondern eben auch das gesamte Jahr 2021. Bis dahin, alles Gute, danke und tschüss.